Und weg hier, weg jetzt. Hier. Ja, hau ab. Wir haben schon viel zu viel Geld verloren, ne? Achtung! Hallo und herzlich willkommen zu Bock auf ein Game, denn sie wissen nicht, was sie tun. Let's test the Schwindel. Oder was auch immer. Ein Steampunk-Cyber-Krimi-Klassiker. Ein wunderbares Spiel, was wir wieder durch unsere PlayStation Premium Deluxe Plus Account-Dings-Nummer umsonst runterladen konnten im Januar. Und das spielen wir jetzt mal. Wir testen das jetzt mal ein bisschen. Wenn man echt so drüber nachdenkt, so, ist geil. Du bist ja auch dabei, Chucky. Ja, ich bin dabei. Der Chucky ist dabei. Nee, ich wollte gerade sagen, wie geil eigentlich das ist, dass wir jeden Monat umsonst Spiele kriegen. Ne? Also, und ich werde nicht dafür bezahlt, dass ich das sage. Wie selten wir das eigentlich nutzen. Ja, also wir werden dafür nicht bezahlt, das zu sagen, aber es ist schon geil. Die Mucke finde ich schon mal ziemlich seltsam. Die nervt mich irgendwie jetzt schon. Ich höre die gerade gar nicht. Ich finde, die dreht die ab. Ich habe das Gefühl, ich muss mich beeilen. Komm, wir müssen uns beeilen. Go, 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 go. So, und wir spielen wieder auf einem Monitor via SharePlay, wie auch beim letzten Mal. Das heißt, ich würde jetzt anfangen zu spielen und danach switchen wir mal. Ja. Und dann starten wir mal ein neues Spiel. So, jetzt bin ich mal gespannt. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. London 1849. In aber du 100 weißt, Tagen aktiviert Scotland Yard seine bahnbrechende. Du weißt aber, was Steampunk ist, oder? Der Basilisk des Teufels. Warte mal, der Basilisk des Teufels. Wir müssen erstmal wissen, worum es geht. Es ist die perfekte Überwachungsmaschine. Wenn das Projekt abgeschlossen wird, kannst du deine Karriere als Meisterdieb vergessen. Aha, wir sind also Meisterdieb. Stil ist, bevor es so weit kommt. Oh, alles klar. Du hast 100 Tage Zeit, hast du schon mal gesagt. Ah ne, hast du schon mal angedeutet, ja. Also was Steampunk, ich habe keine Ahnung. Ich bin der beste Let's Player der Welt, ich weiß überhaupt nichts. Nee, Steampunk ist so eine Seite. Nee, Steampunk ist eigentlich eine Kombination aus, also wenn Science Fiction damals in der Zeit passiert wäre, wo alles mit Dampf, deswegen Steam. Und dann, ja. Oh, warte, ich bin gerade eingeschlafen. Was? Okay, vergiss es, egal. Also. Keine Ahnung, die Leute haten uns sowieso. Ich habe ein gewisses Latte. Stimmt. Ich weiß nicht, was Steampunk ist. Scheiß drauf, Alter. Wir wollen spielen. Ja, warte. Level-Auswahl. Wir starten jetzt mal bei Sicherheitsstufe 0. Ach ja, und ein kleines Vorwort zu all unseren Let's-Test-Spielen. Wie ihr vielleicht wisst oder nicht wisst, wir sind ja totale Noobs, ne? Also wir sind keine richtig guten Gamer, wir... Nee, professionelle sind wir nicht, ne? Noobs sind wir quasi. Also wir sind professionelle Noobs, ja, also insofern nimmt uns das nicht übel, wenn wir nicht ganz so gut sind hier. In der Regel lesen wir auch meistens nie was durch. Und spielen. Ey, das ist das Schlimmste. Ich habe damals Comics gelesen, aber eigentlich habe ich mir die Bilder angeguckt. Ich bin auch super, ich weiß nicht, so ADHS-mäßig, ich halte es nicht lange aus. Ey. Wenn man nichts passiert, dann flippe ich völlig aus. Okay, so, also du bist der Meisterdieb, ne? Ja, aber Achtung, da ist ein Kopf. Ah, okay. Also Quadrat ist schlagen. X ist springen. Achtung, die kommen, die sehen dich gleich. Ja, warte, ich verprügel sie. Ach so. Na jetzt. Oh. Ich dachte, ich soll sie verprügeln. Nein, okay. Ich habe doch gerade gesagt, also guck mal, wenn du ein Meisterdieb sein willst, dann musst du jetzt hast du noch 99 Tage, dann musst du natürlich leise und vorsichtig vorgehen. Kannst, Achtung, der sieht dich gleich, ne? Nee, die Tür ist ja noch zu. Ach so, die Tür ist noch zu. Jetzt aufmachen und umhauen. Nee, zu spät, erst, zu spät. Erst umhauen, wenn er in die andere Richtung geht, natürlich. Ja, meine ich ja. Ja, aber ja, da hast du zu lange gewartet. Jetzt, Tür auf und go. Okay, ich habe die falsche Taste gedrückt. Ja. Und ich glaube, die wissen schon, dass du da bist. Na gut, aber ich weiß jetzt gerade nicht, wo ich hin soll. Was wo bist Kreis? Du denn überhaupt? Sonst geh doch mal raus da. Da kommst du doch nicht weiter. Hm. Geh doch mal oben am Gebäude hoch. Ach so, okay, warte mal. Zack. Hey. Zack, zack, genau. Ja, sehr gut. Ja, die wissen, die sind schon alle auf Alarm getrimmt, ne? Ja, weil du so einen ja. Scheiß gemacht hast. Was? Alter, was? Hat er dich durch die Scheibe kaputt geschlagen? Ja, hat er. Durch die Tür. Oh je, okay. 98 Tage. Okay, warte mal. Ja, okay, jetzt aber.
Jetzt weiß ich ja ungefähr, was ich machen muss. Sag mal, der Dieb sieht jedes Mal anders aus, kann das sein? Ja, und es ist immer ein anderes Gebäude. Achtung, der kann ich doch wieder durch die Scheibe da sehen. Nee, das ist eine Tür. Das ist eine Tür. Zack, na, endlich, zack. Kein Alarm. Sehr gut. Oh, okay, das wird aber schwer da. Ja, der hängt aber fest. Nee, das ist da unten drin. Du kannst von oben vielleicht runterschlagen. Oh, nee, warte, ich geh jetzt. Ballert auf ihn den Kopf rein. Rauf, hau. Na, okay. Oh Gott, vorsichtig. Er kommt. Achtung. Was? Oh, bin ich da reingefallen. Manometer. Unsere Beute ist gleich null. Wir haben 44 Pfund. Nee, jetzt haben wir gar nichts mehr. Ach, jetzt schon wieder ein neues Level, ey. Oh, scheiße. Jetzt haben wir 44 Pfund. Was sagst du denn zu der Grafik? Ach so, wir testen das Spiel ja gerade. Ja. Finde ich irgendwie eigentlich ganz nett, ist muss ganz ich spannend sagen. So, ne? Ist ein interessanter Stil. So richtig von dem Game kann ich noch nichts zu sagen. Aber ich finde, die Grafik ist okay. Okay, soll ich den töten? Wenn wir jetzt wahrscheinlich die Ubercracks wären, würden wir sagen, das ist die klassische Grafik von dem einen super bekannten Spieledesigner, Cosmo Kramer. Na, kennst du den noch? Ey, wie geht's eigentlich Cosmo? Oh, scheiße! Achtung, ich weiß nicht, was da los ist. Da ist irgendeine Maschine, die sich da bewegt. Alter, die verbrennt dein Geld, die Maschine, oder? Nee, ja. Minus 45. Und? Hackentalent. Hackentalent an der Werkbank kaufen. Computer hacken und groß abkassieren. Los, los, los. Ja, aber wie hack ich den denn? Hack in die Tasten. Oh, die Mucke macht einen richtig Psycho. Ich weiß nicht wie. Ich weiß nicht mit welcher Taste. Warte mal. Optionen. Steuerung. Benutzen ist Dreieck. Hab ich gedrückt. Ging nicht. Toolkit öffnen, R2. Teleportieren kannst du dich auch. Toolkit ach, schleichen öffnen. Kann man sich. Oh. Also R2 ist... Ja, liebe Zuschauer, wie ihr merkt, vorher die Dings lesen. Ah, guck mal, so schleiche ich. Guck so. Ding, ding. Das sieht doch geil aus. Okay, jetzt erstmal hier rüber. Ah, oh shit. Was macht denn der da drin? Ja, den brauchst du, glaube ich, gar nicht vermöbeln, oder? Nee. Ich glaube nicht. Obwohl, wenn ich den vermöbel, kriege ich Geld, oder nicht? Ja, dann weiß ich gar nicht. Kriege ich mein Geld für den Kopf? Nee. Nee, der hat doch nichts in der Tasche. Vielleicht geht's hier weiter. Okay, das Boah, Alter, die Mucke ist das ätzendste der Welt, ey. Ist hier irgendwie... Das klingt so, als würde eine Zeit ablaufen. Komm ich noch hoch? Wo willst du hin? Vor allem die Maschine verbrennt die ganze Zeit Geld oder sowas. Ja, ich weiß nicht, wie ich die hacke. Oh, da unten ist ja eine. Dann geh doch nochmal runter. Ach so, oder? Ich kann hier raus. Nee, kann ich das Fenster kaputt machen? Nee. Ja? Ah ja. Dann geh doch mal hoch da. Ah, okay. Ich glaub's, dass da... irgendwie mag ich diese Grafik. Das ist was anderes. Finde ich ganz cool. Ja, ist definitiv mal was anderes. Man merkt an meiner Wiederholung, so viel anderes Positive kann ich noch nicht dazu sagen zum Spiel. Nee, wir switchen auch gleich, wenn hier mal hier... Oh nee. Ja, ganz schön aggro hier. Aber klassisches London, es regnet mal wieder. Vor allem finde ich geil, dass die ihr Blaulicht auf dem... Hau zu, oh Gott. Ich hau doch die ganze Zeit zu. Hier, hau. Zack, zack, step. Was? Ja, du bist tot. Oh. Okay, warte, ich geb dir mal okay. Die Steuerung. Ja, dann switchen wir mal. Controller an Besucher rübergeben. So. Du bist. So. 96 Tage bleiben hier noch. Ich hab keine Ahnung, warte mal. X. Also, genau, schlagen ist Quadrat. Schleichen ist L1. Tür öffnen ist Dreieck. Türöffnung ist Dreieck. Was ist Viereck? Schlagen. Kreis ist was? Das, wenn du Werkzeuge nahe hast, die wir noch nicht haben.
Okay. So, bam. Warte mal, ich weiß ja auch nicht. Was kann ich hier noch machen? Wie kann ich mich an der Wand festhalten? Ah, okay. Nee, festhalten nicht, der rutscht halt immer runter. Oh Gott, oh Gott. Hack, 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 hack. Jetzt hau ihn. So, bam. Da oben ist noch Geld, sammel das Geld ein. Achso. Kann man das Geld nicht irgendwie auf die Bank bringen oder so? Oder steht immer irgendwas von Bank? Vorsicht, jetzt. Keine Ahnung. Wozu sind denn diese Räume hier, diese Türen? Ja, aber wieso kann man da... Irgendwas stimmt doch hier nicht, oder? Nee. Achso, warte mal. Stand da nicht irgendwas von teleportieren? Ja, stimmt. R3. Den rechten Stick reindrücken. Okay, nee. Oder nur R3. Was habe ich noch für Tasten? Was kann ich denn hier machen, wenn ich jetzt das hier nehme? Nee, zurück, übers Dach. Übers Dach, hier hoch. Da hoch? Ja, genau. So. Ja, mein Hund dreht hier gerade ein bisschen durch. Der will irgendwas. Ah, da konnte er da durchgucken. Okay, hallo? Ich muss die Scheibe einschlagen. Ja, jetzt warten, bis er da wieder kommt. Sieht er mich hier nicht? Keine Ahnung. Der muss doch merken, dass die Scheibe kaputt ist. Oh, die Scheibe ist kaputt, ich geh mal raus. Alter, was für ein Idiot. Aber hier ist nichts. Was muss ich denn machen? Ich brauch Werkzeuge. Geil ist auch der Sound der Dings. Der, ah, hier ist Geld. Oh, bitte fall nicht rein. Oh, ich dachte schon. Bam. Aber naja, wo sind diese Räume, wo nichts drin ist? Ja, aber vielleicht kannst du jetzt... Musst du zurück zum Luftschiff vielleicht? Oder hier einfach weiterlaufen. Nee. Nee. Ja, dann wieder zurück. Okay, jetzt habe ich hier alles an Geld eingesammelt, jetzt gehe ich zum Luftschiff, oder? Ja. Ich denke schon. So, zack, zack. Ich finde dieses Klimpern der, wie heißen die? Schindeln. Sind das nicht Schindeln? Keine Ahnung. Na, dieser Dachziegel da. So, ein weiterer Einbruch. Geld geschulden, 62%. Okay, dann gucken wir mal. Okay. Jetzt haben wir aber Geld auf der Bank wenigstens. Das ist immer gut. Ja, gut, immerhin. Die sehen aber irgendwie gruselig aus, die Polizisten. Mhm. Schneller, schneller. Oh, das dauert zu lange. Boah, das war aber auch sehr knapp. Scheiße. Was mache ich hier unten? Aber sicher, dass du dich da nicht teleportieren kannst jetzt? Darüber? Nee. Nee, nach rechts? Worüber denn? Ja, kann ich darüber. Ja, kann ich nicht. Nee. R3. Drück alle Tasten, die es gibt. Nee. R3 in Richtung drücken und dann rein. Wo war das? Option. Steuerung. Was? Achso, Steuerung. Ja, teleportieren. Teleportieren R3, nee. Ich kann auch mein Toolkit nicht öffnen, aber ich habe auch noch nichts. Na gut, dann musst du wieder übers Dach. So, hauen wir die mal alle um. Wozu ist das hier? Das ist doch Quatsch. Das macht überhaupt keinen Sinn. Wie soll man denn... Das ist doch falsch gebaut hier, das Level. Ich glaube, diese ganzen Level werden irgendwie computergeneriert. Jetzt schnell. Nein. Hey. Mein Hund dreht durch. Ja. Hä? Nicht so einen Quatsch machen, du Dummerchen. So, sorry. Achso, warum habe ich jetzt die Tür aufgemacht eigentlich? Okay, ich bin total durcheinander. Warte mal, übernimm du mal, Chucky. Okay, warte. Controller zurücknehmen.
Oh, sorry. Das. Mein Hund dreht durch und wollte hier gerade Quatsch machen. Scheiße. Alter, was ist jetzt los? Ach so, ich muss zuerst auf dem Luftschiff muss ich mir neue Talente kaufen wahrscheinlich. Und dann kann ich hier dieses Ding hier hacken. Ja, aber dann brauchst du ja das Geld. Aber das ist doch gut, jetzt haben wir doch genug Geld. Jetzt kannst du doch mal zum Luftschiff lösen. Ja. Oh, da war ja einer. Fuck. Schlag. Nee, oh nee, ey. Also, aber warte mal, ich geh mal zurück zum Luftschiff. Macht ja schon Sinn. Hier halten und aktiviere die Werkbank. Aha. Ja, dann hol dir mal einen Hacker. Hackfähigkeiten da oben. R1. Ach so, bei Fähigkeiten. Da, ja. Genau, Hackentalent. Ja. Oh, 100. Haben wir überhaupt so viel Geld? Ja, 110. Wir haben 110. Das erinnert mich ein bisschen an das Einkaufen beim Club Naughty. Kaufen. Kaufen. Okay. Ja, dann muss jetzt immer weniger sterben, damit wir mehr Geld haben. Neuer Einbruch. So, du hast nicht mehr so viele Tage, ne? Nee, das stimmt. So, 94 Tage bleiben dir. Also, Chucky, zeig, was du kannst. Zeig, dass du ein Meisterdieb bist. Okay. Wovor hast du Angst? Und jetzt, los, Schlag. Oh, das war knapp. Okay, und jetzt hack ich. Ja, Hackpunkt Excel. Drück nach unten. Hä? Drücke nach unten. Drücke nach oben. Drücke ich doch. Drücke nach unten. Oh. Yes. Wow. Oh, jetzt haben wir aber gut Beute, Alter. Oh, soll ich lieber jetzt noch mal zurück? Jetzt lass dich nicht erwischen. Nee, da hol das Geld dann noch. Ich warte, bis er kommt. Boah, das ist echt viel Geld. Das ist noch eine andere Tür, ne? Ja, das ist noch eine andere Tür. Achso, da ist noch eine dazwischen. Oh ja, okay, stimmt. Mensch, Chucky, du bist aber ein Schisser vom Herrn, ey. Den Attacke. Noch, ey, wir haben so viel Geld gerade. Warte. Kein Risiko eingehen mehr. Geht das noch? Was? Da oben, den kannst du auch noch holen, oder? Komm, Risiko eingehen, ey. Dann haben wir einen Dusi, ey. Los, hinterher, bam, bam, bam. Ja, sehr gut. Jetzt raus da hinten ist noch mehr. Los. Scheibe einschlagen. Ja, warte, er darf mich nicht sehen. Nein, er kann dich nur sehen, wenn er da in der Nähe ist, oder? Ja. Also in diesem Radius da. Mhm, aber trotzdem. Sicher ist sicher. So, und hoch. Tür einschlagen, nicht vergessen. Oder Fenster. Hallo, in diese Richtung. Oh, ist jetzt los. Zeit läuft. Zeit? Willst du denn hin? Ja, warte. Oh Gott, alter Schwede, was knapp. Das ist richtig. So, dann geht er außen rum. So, und ab ins Flugzeug. Juhu! Ja, das hat sich jetzt mal gelohnt. Dann, genau, dann gucken wir nochmal. Dann lass uns nochmal mehr Hacker. Ja, das ist die Frage, ob wir das brauchen oder mal sehen, was hier noch für Skills sind. Also, was gibt's denn noch? Doppelspringen. Schneller. Nee. Wandspringen. Ich würde erstmal auf Geld machen, oder? Hacken ist doch besser. Oder was? Werkzeuge? Warte mal, was haben wir denn hier? Bombenzähne? Ach, das können wir aber alles noch nicht kaufen. Eine Brille können wir auch noch nicht kaufen. Okay, können wir auch nicht kaufen. Okay, dann kaufen wir noch mal ein paar Fähigkeiten. Wir können nur die Sachen mit dem Stern kaufen. Okay. Ach so, echt? Ach so, ja, dann hier, lass uns noch ein bisschen... Was ist das denn? Was ermöglicht dem Gauner den Blick nach oben und unten? Hä? Okay, interessiert mich nicht. Ah, hier, Teleporter. Keine Ahnung, nee, lass sparen. Scheiße. Lass lieber sparen. Ja, wir sparen. Ja, lass Teleporter sparen, damit wir dich türen können oder so. Also, so langsam steigt der Spielspaß, aber man merkt, dass es einige Sachen gibt, Upgrades und Missionen. Ich bin mal gespannt, wie
Ach so, man kann auch woanders? Ja, aber die sind noch gesperrt. Ach so. Ja, okay, das wollte ich gerade sagen, nämlich. Wir haben allerdings nicht ganz so viele Tage mehr, ne? Nee. 7 Tage haben wir schon verschwendet. So, dann hol dir mal die Asche da. Da ist eine Tür. Ist wichtig ist, dass wir an diese Maschinen kommen, damit wir hacken können. Den ganzen Tag hacken, hacken, hacken. 2 auf einmal gekillt. Achtung, der kommt da hoch. Boah, das da oben ist aber hart. Guck mal, Alter, oben ist hart, Alter, oben will ich nicht hochgehen. Ja, oben finde ich auch ein bisschen. Wo sind denn die Maschinen eigentlich? Da, hier, nebenan. Achso, stimmt. Sehr gut. So, und. Dann hack mal los. Aber oben. Und oben. Oben. Unten. Yes. Okay, warte mal. Ja, da ist Licht noch Geld, ne? Da rechts oben. Ja, aber ich habe Angst, dass es da stecken bleibt hier. Ach, komm. Zack. So. Jetzt ist eher die Frage, wie. Wo gehst du lang? Ich geh hoch. Achso, das ist eine Scheibe. Scheibe? Scheiße. Der macht doch kaputt. Boah, 2 Typen, Alter, das wird hart, ey. Aber es geht eigentlich. Das geht, ja, das geht. Ja, das musst du schaffen. Skill Level 2. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Bam, bam, alter Schwede. Ja, das wird schwierig mit dem da hinten. Ja, aber das lohnt sich gar nicht. Da ist ja nichts. Also ein bisschen Geld. Ja, was ist denn da links noch neben der Tür? Das ist aber auch echt riskant. Warte mal, ich geh erstmal hier runter. Oh Gott. Oh, alter Schwede. Was? Alter, hä? Du bist da runtergefallen, du ja, Vogel. Ja, aber... Oh, scheiße. Oh, gib mir den Meisterdetektiv hier. Ja, Kalle, okay, Blomqvist. Warte. Kennst du noch Kalle Blomqvist? Ja, klar kenn ich noch Kalle Blomqvist. Der Meisterdetektiv. Das sind wir nämlich. Wir sind Kalle Blomqvist. So. So, zeig mal, was du kannst. Ab die Poste. Ich weiß gar nicht, was ich drücken muss. Oh, hier sind... Alter, wie viele sind denn hier schon wieder? Was? Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So, Gott, die sind alle so außer Rand und Band, die Cops. Ja. Sind alle am Durchdrehen hier gerade. So. Hä? Ich komm da nicht hoch. Doch jetzt. Hä? Oh Gott, oh, oh Gott, oh Scheiße. Gott. Oh Gott, oh Gott. Ey, ich kann da nicht. Alter Schäde. Meine Fresse, ey. Und ich hab nur 48 Pfund. Ist ja nix. So. Da ist ein Computer, ah, da ist eine Maschine. Herkommen. Kommt her hier, ihr Schweinepriester. Muss dich aber beeilen. Oh, was ist denn da oben los? Oh, was? Hä? Was ist da denn passiert? Hä? Nochmal. Da ist irgend so ein komisches Teil gekommen. Durch die Wand. Da ist durch die Wand irgendein Teil gekommen, was auf mich geschossen hat. Ey, man muss echt aufpassen, dass man nicht die Cops alarmiert. Ja, aber wie soll ich das hier machen? Keine Ahnung. Springen und schlagen gleichzeitig. Ne, vergiss es, Alter. Also auf dem Hinweg doch nicht. Oh ja. Oh nein! 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 Oh Mann, Alter. Noob, ey. Das war wirklich sehr noobig. Ja, was soll man denn machen? Ich muss ja unserem Ruf auch gerecht bleiben. Alter, wieso sind wir immer woanders? So, oh Gott, ich hasse sowas. Bam! Aber hier unten ist ja nix. Nee, kannst direkt weiter. Das wahrscheinlich sind so Level, die erst nachher, wenn du so teleportieren kannst, gut sind, bestimmt. Aber wo ist diese Maschine? Ich höre doch irgendwo eine hier.
Siehst du irgendwo eine schon? Nee, ne? Nee. Doch, da rechts unten. Da rechts unten ist eine. Ja. So. Oh, was? Nein. Warum? Schnell, schnell. Oh Gott, schnell, was soll ich runter machen? Da. Ja, jetzt hackt das Ding. Haken. Oben. Oben. Was? Muss ich gedrückt halten? Rechts. Nee, nur nach rechts drücken. Achso, oh Gott. Rechts. Ah, ja, okay. Gut. Und weg hier. Ja, hau ab. Wir haben schon viel zu viel Geld verloren, ne? Achtung! Oh Scheiße. Nee, ey. So ein Scheiß. Das sind Morgensterne. Oh, fuck. Können wir bessere Waffen holen? Ja, wir brauchen mehr Geld. Oh Mann, Alter, das ist ein Dilemma, so untergleichen. Deswegen jetzt wirklich auf Safety spielen. Nein! Oh, Scheiße. So, schnell. So, schnell. Genau, hacken. Hack, nach unten. Unten. Nach oben. Oben. Nach links. Links. Okay, und weg hier. Und warte. Denk dran, da ist jetzt ein Polizist, genau beim Oh nee, doch nicht. Nee, noch nicht, weil ich schneller weg war. Und tschüss, weg. Ah, okay. Oh Gott, Alter. Okay. Zum Luftschiff? Lass mal gucken, ob wir uns eine Knarre kaufen können. 2000 kannst du, glaube ich, nichts kaufen. Werkbank. So, also wir haben noch hier ein paar Sachen. Was ist das denn? Wandspringen? Nee, Werkzeuge, Fähigkeiten. Da noch weiter rüber. Bei Fähigkeiten war noch ein anderer Schläger. So, aber können wir uns ja nicht, was brauchen wir denn da? Nee, hä? Action. Nahkampfstärke. Ja, aber dann lass nochmal weiter sparen, ehrlich gesagt. Ja. Oder hier Bewegungsgeschwindigkeit. Aber wo steht denn, wie viel das kostet? Springen. Egal, wir holen uns das nochmal. Das stand da wirklich nicht, wie viel. Nee. Vielleicht kannst du es ja einfach trotzdem nehmen. For free kaufen? Ja, wenn da kein Preis steht. Na gut. So, ich hole jetzt erstmal 2000 Pfund. Irgendwie. Muss er noch schaffen. So. Direktattacke. Oh Gott, was ist das denn für einer? Ein neuer. Ja, und der hat ein ganz schön krasses Sichtfeld, ey. Oh nee, und die laufen so scheiße. Guck mal. Ja, warte mal, doch. Jetzt. Wenn der umdreht, Wenn der umdreht, kannst du beiden. Jetzt musst du beilen. Zack, bam. Bam. Warte, pass auf. Oh Gott. Oh Gott, was soll ich denn da machen? Was ist denn da oben für ein Lasergerät? Ich weiß es nicht. Was ist das? Oh, oh. Alter. Oh, oh. Oh Gott, geh weg. Mach's platt. Nee, Alter. Oh Gott, was macht das? Oh, Scheiße. Ist er? Jetzt, hier, den, ja. Oh, Scheiße. Oh Gott, was mache ich denn hier unten? Hier gibt's nichts zu holen. Ja, sehr gut. Oh Gott, Hilfe! Oh nee, Alter, überhaupt kein Geld. Ja, da unten ist auch nix. So, da ist die Maschine. Jo. Oh Gott, ey, es wird immer schwerer. Okay, ja. So, ich will den hier unten einmal ganz kurz ausschalten, damit er einfach nicht mich gleich sieht. Ach so, ja stimmt. Da ist ja noch eine Maschine. Das sind zwei Maschinen. Oh, Scheiße. Da ist noch eine. Ja, siehst du die? Nee. Aber ich bin noch im Kampf. Und hier jetzt, da hoch ist noch eine Maschine. Ja, aber wie soll ich denn da hoch? Da ist doch so ein Teil gerade gewesen, oder? Das da. Ja, aber. Ach so, ja. Ah! Aber. Scheiße. Hey, wo bist du denn jetzt hier? Ich bin tot. Ganz okay, dann übernimm du mal wieder. Alter Schwede, ey. Das ist jetzt. Es ist schwer, also den Umständen entsprechend schwer, aber irgendwie macht es Spaß. Ich glaube, ich würde zwar irgendwie gerne wieder von vorne anfangen, um irgendwie diese ganzen verschenkten Leben da nicht zu haben. Ey, das ist so schwer jetzt, ne? Achtung, jetzt dreht. Ne, oder? Was macht das Ding? Jetzt. Scheiße. Was? Ey, wie viele Schläge musst du dem denn geben, damit das Ding kaputt ist? Ich hab ihn doch gerade. Weiß ich nicht. Weil gleich kommen die Cops.
Geh runter. Mit 40 Pfund lohnt sich das eh alles nicht. Mach alle kaputt. Oh. Oh, guck mal, wie viele da waren, ey. Oh Gott, ey, wie soll das funktionieren? Was ist denn das für ein schweres Level? Ich weiß es nicht. Okay, aber da ist schon mal die Maschine. Ja, das ist gut. Mich würde mal interessieren, was dieser Schleichmodus überhaupt bringt. Weiß ich auch nicht. Digga! Oh Gott, alter Schwede, ey. Das war echt knapp. Oh Gott, was ist da unten alles los? Jetzt? Ja, nee, jetzt noch nicht. Ich aber warte, du kannst doch einfach. Eine da wieder nee, zu. Aber bleib doch einfach an der Wand. Du kannst doch immer wieder hochspringen. Du gleitest doch nur runter. Weil, wenn du jetzt runtergehst, dauert es ewig, bis du runterkommst. Warte. Ich will es nicht riskieren. Und hoch. Warte oben. Jetzt. Jawohl. Sehr gut, ein Hack. Hack, als gäbe es keinen Morgen, ey. Oben. Links. Yes, aber so viel Geld ist es nicht. Ja, nicht schlecht. Nee, warte mal, ist hier noch irgendwas? Ja, irgendwo hört man eine. Nee, ne? Aber wo? Ja, die Musik finde ich angenehmer als diese Terrormusik, ey. Da oben. Oh Gott, ey. Ich sehe im Moment noch nicht so den Rhythmus. Ja, viel Spaß. Wann gehst du denn hoch? Oben oder unten? Hä? Weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Macht es überhaupt Sinn, oben lang zu gehen? Ich guck mal kurz, was hier unten ist. Achso, nee, macht gar keinen Sinn. Du meinst es ja hier. Ja, hier hört, ist überhaupt hört keine man Maschine doch. Mehr. Doch. Ja, aber ich sehe keine. Ich auch nicht. Oder ist das nicht die Maschine? Das klingt wie die Maschine, finde ich. Ich kann zumindest hier mal das Geld einsammeln. Ja, dann hau ab mit dem Geld. Ja, aber wie? Ich sehe gerade, ich komme hier gar nicht. Ich muss da lang. Befürchte ich fast. Oh Gott, oh Gott! Wie, aber da musst du nicht lang. Du musst hoch, oder? Ja, aber ich weiß. Ja, aber wie muss ich. Ich check grad nicht. Oh je. Zack! Nein! Oh Gott! Jetzt hau ab! Hau einfach ab! Was? Ach, du bist tot? Oh je. Aber ich finde, das war doch schon mal ganz gut für einen Let's Test. 85 Tage sind übrig. Ja, auf jeden Fall. Dann lass doch mal zum Fazit kommen. Was ist denn dein Fazit? Also. Ich muss sagen, ich find's. Oh Gott. Ja, hau sie alle um. Ich pass gerade überhaupt nicht mehr auf. Also dann, während du das den Hack wegmachst, komme ich nochmal zum Fazit. Ich finde es irgendwie spannend, das macht Spaß. Ich würde es jetzt auch länger spielen. Um irgendwie zu gucken, dass man die Sachen mal freischalten kann. Also. Wir geben wieder 5 Punkte, ist höchste Punktzahl, ne? Ja. Dann schwank ich zwischen 3, also über Durchschnitt auf jeden Fall. Ich glaube, ich nehme 3. 3 von 5 ist schon sehr gut eigentlich. Also ist schon gut. So. 3, ich schwank eigentlich zwischen 3 und 3,5, aber 3,5 weiß ich nicht. Nee, ich gebe 3. 3. Ja, finde ich. Also ich finde die Grafik richtig geil. Ich finde die Idee vom Spiel finde ich gut. Ja. Ich finde die Steuerung an einigen Stellen ein bisschen... Wie sagt man? Die reagiert nicht so gut, habe ich das Gefühl. So, irgendwie, okay. Du drückst halt drauf und irgendwie, das ist halt für einen Jump'n'Run, ist das natürlich ein bisschen schwierig, wenn die Lenkung irgendwie so ein bisschen zaghaft wird und nicht so snappy ist. Aber ich würde trotzdem 3 Punkte geben. Also finde ich, finde ich auch. Solide 3, fast 3,5. Also solide 3. Aber gute 3. Vor allem, wenn man bedenkt, wie teuer war das Spiel, wenn man es gekauft hat? 15? Achso, wenn man es kauft. 15, glaube ich. 15 oder so. Finde ich total fair. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Das ist ein echt solides Spiel. Kann man machen. Cool. Dann schreibt doch ihr mal in die Kommentare, wie ihr das Spiel findet. Oder vielleicht sogar auch mal einen Tipp für ein Spiel, was wir
noch nicht kennen, das können wir auch mal let's playen oder let's testen oder was auch immer. Ich finde es auf jeden Fall cool. Ich behalte es auf jeden Fall in meinem Inventar und kann mir vorstellen, das nochmal irgendwann zu zocken. Ja, sich genauso. Also. Alles klar. Dann lasst uns sagen, einen Daumen runter da. Wup, wup. Noob, noob. Und abonnieren. Und nicht abonnieren. Deabonnieren. Nee, ey. Oh. Nee, okay, pass auf. Also, ihr müsst einfach jemand anderen deabonnieren. Dann dürft ihr uns erst abonnieren. Naja, das ist. Ja, okay, das ist doch. Ja, das damit ihr nicht so gut. Viel Müll immer in eurer Infobox habt da. Abo-Box. Alles klar, dann würde ich sagen. Schon wieder eine Fail. Dann bis zum nächsten Mal, ne? Bis zum nächsten Mal.